neues Video rausgebracht, wo er einerseits sein neues Buch Krieg ohne Ende vorstellt, wo er sich aber auch andererseits zur neuen israelischen Bodenoffensive im Libanon äußert. Also zu einer sehr unguten Eskalation, die immer so weitergehen wird. Das Video ist erschienen, bevor der Iran jetzt mit Raketen seinen Vergeltungsschlag auf Israel durchgeführt hat. Aber es ist trotzdem sehr interessant. Ich hatte es mir gestern angesehen. Deswegen schauen wir es jetzt, glaube ich, mal zusammen. Wie gesagt, hier wird einerseits das Buch vorgestellt und zum anderen äußert sich Lüders ja auch zur aktuellen Eskalation. Guten Tag und hallo. Eigentlich wollte ich Ihnen heute mein neues Buch vorstellen, Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Das werde ich im Folgenden zwar auch tun, aber ich werde es ergänzen, um eine Analyse der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten, insbesondere im Libanon. Sie haben es verfolgt in den Medien, seit dem 18. September herrscht im Libanon erneut Krieg. Israel hat im großen Umfang den Libanon angegriffen und am 27. September Hassan Nasrallah, den Chef der Hisbollah, der Partei Gottes, in Beirut ermordet. Und die Welt fragt sich, wie geht es nun weiter in dieser Region? Das versuche ich ebenfalls im Folgenden zu beleuchten. Um zu verstehen, was geschehen ist im Libanon, muss man zunächst einmal sich vor Augen führen, dass unsere Wahrnehmung der Hamas wie auch der Hisbollah ja meistens geprägt ist dadurch, dass es sich um reine Terrororganisationen handle. Das kann man natürlich so sehen, aber diese Sichtweise greift viel zu kurz. Denn die Hisbollah insbesondere ist eine Massenorganisation, die größten Rückhalt in der Bevölkerung der Schiiten im Libanon und darüber hinaus, vor allem im Irak, in Syrien, genießt. Natürlich gibt es auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Iran, ohne dass die Hisbollah jedoch lediglich eine Stellvertretermiliz des Iran allein wäre. Es ist eine autochthone im Südlibanon, insbesondere tief verwurzelte Massenbewegung. Das ist etwas, das die meisten Betrachter, Politiker wie auch Medienschaffende in der Regel nicht vor Augen haben, nicht wissen oder schlichtweg ignorieren. Nun hat die israelische Armee Nasrallah getötet. Und der Akt der Liquidierung Nasrallahs, das muss man sich auch nochmal in Erinnerung rufen, das geschah am Freitag, dem 27. September. Man muss sich das wirklich vor Augen führen. Premier Netanyahu, der israelische Premier, hat an jenem Tag eine Rede gehalten vor den Vereinten Nationen. Und er hat die Vereinten Nationen und die dort Anwesenden einmal mehr des Antisemitismus geziehen und hat klar signalisiert, dass es ihm relativ egal sei. Der Israel kritisiert das Antisemit. Das ist die Verteidigungsstrategie der israelischen Regierung. Was die Vereinten Nationen beschließen oder nicht in Sachen Israel. Und während er seine Rede hielt, waren die israelischen Bomber bereits unterwegs, um Hassan Nasrallah zu töten. Das ungeachtet der Tatsache, dass sowohl die USA wie auch Frankreich insbesondere beide bemüht waren, zusammen mit anderen Ländern, den Konflikt zu entschärfen, der begann, als die israelische Seite am 18. September mit ihren Pager- und Walkie-Talkie-Angriffen zahlreiche Menschen im Libanon getötet und über 2000, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, zum Teil schwer verletzt hat. Also während USA, Frankreich und andere versuchen zu deeskalieren, hält Netanyahu eine Rede in New York, zeigt die übrigen Teilnehmer und die Vereinten Nationen insgesamt des Antisemitismus und lässt Hassan Nasrallah liquidieren. Aus israelischer Sicht ein grandioser Erfolg, kann man so sehen, klar. Aber gleichzeitig hat er ja, wenn man es nüchtern betrachtet, sowohl den USA wie auch Frankreich, wie auch der Staatengemeinschaft insgesamt den gestreckten Mittelfinger gezeigt. Seine Botschaft lautet, es ist mir völlig egal, was der Rest der Welt denkt, wir machen, was wir wollen, wir liquidieren unsere Gegner. Nun kann man sagen, aus israelischer Perspektive völlig legitim, Vorwärtsverteidigung, Israels Sicherheit und so weiter, kann man alles tun. Aber man kann ja nicht übersehen, dass die Lage in der Region seither massiv eskaliert ist. Dessen ungeachtet ist natürlich die Popularität von Benjamin Netanyahu seither in Israel nach oben geschossen. Würde es in der nächsten Woche Neuwahlen geben, dann würde seine Partei mit Sicherheit die stärkste Fraktion stellen. Es gibt eine überwältigende Zustimmung für diesen Akt der Liquidierung. Aber
selbst wenn man das emotional aus israelischer Sicht, wohlgemerkt aus israelischer Sicht, nachvollziehen kann, ist dieser Jubel, der teilweise auch plakativ zur Schau gestellt worden ist in den israelischen Medien, in der israelischen Politik, ist das eine. Ein anderes ist es, was hat das Ganze denn für Konsequenzen? Und wie ist eigentlich die israelische Logik zu verstehen? Man muss sich ja vor Augen halten, das alles begann am 7. Oktober mit dem Großangriff der Hamas auf Israel. Daraufhin hat Israel zunächst einmal die Hamas ins Visier genommen, mit Zehntausenden Toten im Gazastreifen. Im Westjordanland gibt es ebenfalls massive Gewalt, vor allem der Siedler gegen die dort lebenden Palästinenser. Nun wird zusätzlich der Libanon ins Visier genommen. Die Hezbollah, egal was man von ihr hält oder nicht, sie hat die Hamas unterstützt, indem sie den Norden Israels beschossen hat, mit dem Ergebnis, dass etwa 60.000 Israelis fliehen mussten. Aus israelischer Sicht natürlich ein Unding, das kann man sich als Staat Israel nicht gefallen lassen. Aber umgekehrt gilt es natürlich auch anzumerken, es gibt ja ein ungelöstes Problem, nämlich die Palästina-Frage. Und sie ist die Krux des Ganzen, denn solange sie nicht gelöst wird, wird es immer wieder Gewalt in der Region geben. Und es gibt keinerlei Versuche, diesen Konflikt zu entschärfen. Die israelische Strategie ist im Grunde genommen eine zweifache. Erstens, es soll dafür gesorgt werden, dass jede Form des palästinensischen Widerstandes, Terrors aus israelischer Sicht, im Gazastreifen, im Westjordanland ein für alle Mal beendet wird, mit dem Ziel, die Groß-Israel-Ansprüche zu verwirklichen, denen zufolge das gesamte Eretz Israel, das gesamte biblisch verheißene Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss ausschließlich jüdisch sei. Und die Palästinenser sind eine Bevölkerung, die man gerne los würde. Man ist auch dabei, daran zu arbeiten, sie loszuwerden. Und gleichzeitig geht es darum zu verhindern, dass es irgendeine Art des Widerstandes in der Region gegen die israelischen Hegemonieansprüche geben könnte, die Israel strategisch gefährlich werden könnte. Es ist auch so, das muss man nüchtern festhalten, dass die Israelis natürlich nicht alleine agieren, sondern die haben natürlich die Rückendeckung durch die USA. Es gibt hier einen erstaunlichen oder auch bezeichnenden Double Bind der USA, insoweit als sie zwar immer wieder um Verhandlungslösungen bemüht sind, aber gleichzeitig liefern sie Israel die Waffen, die es braucht, um Krieg zu führen in der Region und die ganze Region zu destabilisieren mit US-amerikanischen Waffen. Und ja, die USA haben auch schon viele Länder in der Region durch ihre extreme Unterstützung Israels schon gegen sich aufgebracht. Also deswegen wäre es strategisch nicht sinnvoll, das auch noch offen zur Schau zu stellen und zu sagen, hallo, uns ist völlig egal, ob sich Israel ans Völkerrecht hält. Wir unterstützen das, sondern öffentlich sagt man natürlich, ja, Waffenstillstand wäre schon schön, aber man liefert Israel dann trotzdem weiter Waffen, weil man grundsätzlich Israel als amerikanischen Vorposten in dieser Region gerne halten und stärken möchte. Ungeachtet dieses engen Schulterschlusses düpieren die Israelis natürlich die Amerikaner. Ich meine, Joe Biden, der US-Präsident, bemüht sich, zumindest rhetorisch, um eine Deeskalation, um eine Friedenslösung. Und die Israelis treten ihm ständig gegen Schienbein. Ob das auf Dauer gut geht, ob man das in US-amerikanischen Politik gutieren wird, auch in der nächsten Präsidentschaft, bleibt abzuwarten. Aber Israel hat letztendlich grünes Licht seitens der USA, weil die Israelis im Grunde genommen auch die Interessen der USA bedienen. Nicht notwendigerweise gegenüber den Palästinensern. Die Palästinenser sind aus US-amerikanischer Sicht keine geostrategisch relevante Größe. Es ist den Amerikanern, den Geostrategen in Washington, völlig egal, letztendlich, was mit den Palästinensern geschieht oder nicht geschieht. Man sollte sie nicht in zu großer Zahl töten. Das ist dann unangenehm für das Standing der USA in der Welt, weil jeder weiß, dass die USA hinter Israel stehen. Aber die Palästinenser interessiert nicht in Washington diese Causa. Was die Amerikaner interessiert, ist, dass Israel den Iran und seine Stellvertreter, wie etwa die Hezbollah, klein hält, damit sie eben nicht eine geostrategische Herausforderung werden für amerikanische Hegemonieansprüche in der Region, zumal sich der Iran ja nun zunehmend auch mit Russland und China vernetzt. Diese Gewalt, die wir gegenwärtig erleben im Nahen Osten, diese Eskalation, von der keiner weiß, wohin sie führt, hat historische Ursachen. Und sie ist nicht in einem Vakuum entstanden. Der 7. Oktober 2023, der Großangriff der Hamas und anderer, wird ja in Israel und seitens der israel-affinen Stimmen im Westen, auch in Deutschland, gesehen als ein genozidaler Überfall, der größte Mord an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dementsprechend habe Israel auch alles Recht der Welt, sich selber zu verteidigen. Dass diese Verteidigung längst in Zerstörung übergegangen ist,
in einen Massenmord an den Palästinensern im Gazastreifen, der von immer mehr Staaten in der Welt und von immer mehr Akteuren als Genozid bezeichnet wird, spielt in diesem Zusammenhang überhaupt gar keine Rolle. Der Jahrestag des 7. Oktober nähert sich und ich wage die Prognose, dass es in Deutschland ein Erinnern geben wird an die jüdischen Opfer dieses Großangriffes. Zu Recht auch, denn jeder Tote in der Region ist einer zu viel, egal ob er Jude ist, Israeli ist, Araber ist, was auch immer. Jeder Tote ist einer zu viel. Aber es ist ja doch interessant, die Diskrepanz. Ja. Die Diskrepanz kann man, also in Bezug auf Gaza, das ist ja von der Dimension her überhaupt nicht vergleichbar, Gaza und der 7. Oktober, aber der Libanon. Also Israel hat seit Oktober letzten Jahres im Libanon rund 1600 Menschen getötet. Bei illegalen Bombardements. Es gibt keinen Grund für diese Bombardements. Es gibt keinen Grund, den Libanon anzugreifen. Und das wird auch von zahlreichen internationalen Experten kritisiert. Also es ist vollkommen egal. Es spielt hierzulande keine Rolle. Also Israel hat im Libanon mittlerweile schon einen 7. Oktober veranstaltet. Allein von den Opferzahlen her. Aber daran gibt es kein großes Erinnern. Da gibt es keine große Kritik. Nichts dergleichen. Aber an den 7. Oktober, da wird sich dann hierzulande mit großem Tamtam erinnert. Also ja, es zeigt die Doppelmoral hierzulande auf. Es zeigt auf, dass die einen Toten, dass die einen Zivilisten, die getötet wurden, dass das nützliche Tote sind und die anderen Zivilisten, die sterben, die sind dann nicht so nützlich. Festzustellen, dass man sich zwar der ermordeten Israelis zu Recht erinnert, gleichzeitig aber die nach Zehntausenden zählenden Toten unter den Palästinensern und zunehmend jetzt auch auf libanesischer Seite, naja, man nimmt das zur Kenntnis, Tenor, die sind ja selber schuld. Die Hamas, die Hisbollah, diese Terroristen, die verstecken sich in der Zivilbevölkerung. Und da bleibt ja der moralischsten Armee der Welt, die israelischen, dummerweise auch gar keine andere Alternative, als Kollateralschäden mit in Kauf zu nehmen. Das ist jetzt etwas zugespitzt formuliert, aber im Kern läuft es genau darauf hinaus. Der Kern dieser ganzen Konflikte, der Eskalation, die wir gegenwärtig erleben, das ist die ungelöste Palästina-Frage. Der Versuch Israels, Palästina von der Landkarte zu tilgen, das gesamte Palästina sich selber als Eretz Israel untertan zu machen. Okay, ich dachte, ich kriege aus dem Chat mal Rückmeldung, ob es richtig ist, dass ich das jetzt beschleunigt habe. Ich mache es mal wieder langsamer. Es war, glaube ich, ein bisschen schnell hier an der Stelle. Und für die Palästinenser lediglich die Rolle von Untertan zu lassen, die sich gefährlichste israelischen Hegemonie zu beugen haben oder aber die getötet bzw. vertrieben werden, das ist auf Dauer natürlich kein wirklich gut durchdachter Plan, aber es hat eben alles historische Ursachen. Es entsteht nicht aus dem Nichts heraus. Das hat Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, ganz klar gesagt nach dem 7. Oktober. Dieser Überfall auf Israel ist nicht in einem historischen Vakuum entstanden. Und diesen geschichtlichen Vorlauf, den kennen wir überwiegend nicht, weil er natürlich auch in Deutschland nicht groß propagiert wird. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Mal ein Buch geschrieben habe, Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Ja, cool, jetzt habe ich es ausgeblendet. Kauft euch das Buch, obwohl mein Bild ist, glaube ich, davor. Krieg ohne Ende, ihr findet es auch so. Müsst da das ganze Bild, glaube ich, nicht sehen. Auf jeden Fall, holt euch das Buch. Ich habe das schon durchgelesen. Fasst nochmal gut die gesamte Geschichte zusammen, liefert auch Anregungen zur Diskussion in Deutschland, aber ja, vor allem die Geschichte des Nahostkonfliktes, die ist hierzulande so gut wie überhaupt nicht bekannt. Also hierzulande, da dominieren dann in der Diskussion Feindbilder. Also Palästinenser, egal welche Gruppe da jetzt gerade ist, die PLO, die Hamas, egal, das sind dann Terroristen oder alle Feinde Israels eigentlich pauschal. Die Hezbollah, der Iran, die Houthis, das wird dann alles unter diesem Label Terroristen zusammengefasst. Man hat keine Ahnung von seiner Geschichte und Israel, das verteidigt sich immer nur selbst. So sieht dann die hiesige Berichterstattung aus. Und dieses Buch liefert da eine wohltuende Differenzierung, die dem entgegensteht. Also, wie gesagt, ich habe es schon gelesen, holt euch das ruhig. Kostet etwas über 20 Euro, sind weniger als 400 Seiten, glaube ich. So weniger als 400 Seiten, die ihr lesen müsst. Ich weiß nicht, wie viele dann noch am Ende waren, wo Quellenangaben und so waren, aber das hat man relativ schnell durchgelesen. Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Die Inbesitznahme Palästinas durch jüdische Einwanderer begann Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie die zionistische Bewegung im Zusammenspiel
mit zunächst Großbritannien, der damals relevanten Kolonialmacht in der Region, und später dann mit den USA so eng verbündet hat, dass es zur Gründung des Staates Israel kam, auf Kosten der Palästinenser, einschließlich der Nakba, der Katastrophe, der Vertreibung von mehr als der Hälfte der palästinensischen Bevölkerung damals. Das alles zeichne ich detailliert nach. Und während ich recherchiert habe, während ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich immer wieder festgestellt, das, was heute passiert, das hat es fast identisch gegeben schon in der Vergangenheit. Ja, es hat schon in den 1950er Jahren einen Angriff gegeben aus dem Gazastreifen heraus gegen Israel, der ziemlich genau entlang derselben Konfliktlinien erfolgte wie der Hamas-Vorstoß am 7. Oktober des vorigen Jahres. Und der Grund war damals schon, dass natürlich die Vertriebenen, die zu einem großen Teil aus Israel in Richtung Gazastreifen und Westjordanien Vertriebenen, sich mit ihrer Vertreibung nicht abgefunden haben und Widerstand geleistet haben. Dieser Widerstand gilt in Deutschland, in weiten Teilen der westlichen Welt, als Terror. Aus Sicht der Betroffenen handelt es sich dabei um einen nationalen Widerstand. Ich beschreibe detailliert den Werdegang Israels. Ich beschreibe die Nakba, wie sie stattgefunden hat, mit welcher Präzision, mit welcher eiskalten Berechnung hier dafür gesorgt wurde, dass die Palästinenser in ihrer Mehrheit vertrieben wurden, wissentlich, vorsätzlich und von langer Hand geplant, nicht etwa als Ergebnis von Kriegshandlungen. Die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser, begann schon lange vor dem Krieg in 1948. Und wenn man die Zitate liest von damals... Ja, die Hälfte der Vertreibung war zu Kriegsbeginn schon abgeschlossen. Also das Chaos, das durch den Krieg entstanden ist, das half den Israelis sogar, die Vertreibungen dann fortzusetzen. Aber das war tatsächlich schon seit den 30er Jahren von zionistischen Führern präferierte Lösung, die Palästinenser zu vertreiben, dort eine ethnische Säuberung durchzuführen. Die zionistischen Führern, angefangen mit David Ben-Gurion und Chaim Weizmann, den beiden wirkmächtigsten zionistischen Politikern, dann schlackert man mit den Ohren. Weil diese Zitate, die man nachlesen kann im Buch, die zeigen klipp und klar, dass die zionistische Bewegung, die der Staatsgründung Israels voranging und sie betrieben hat, von Anfang an den sogenannten Transfer der einheimischen Bevölkerung ins Auge gefasst hat. Es ging historisch niemals darum, sich mit den Palästinensern ins Benehmen zu setzen, mit ihnen das Land zu teilen, sondern es ging um die strategische Überlegung, wie können wir dieses vermeintlich biblisch verheißene Land, wie können wir das uns vollständig untertan machen, und das geht nur mit der Vertreibung der Palästinenser. Es gibt Aussagen, Zitate, die man nachlesen kann in meinem Buch, die lassen einen mit dem Ohren schlackern. Und man ist sich nicht ganz sicher, wer sagt das jetzt, David Ben-Gurion oder Benjamin Netanyahu? Der konnte das nämlich genauso sagen. Die historischen Parallelitäten, die sind wirklich gewaltig. Ein Buch zu schreiben wie dieses, Krieg ohne Ende, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen, ist natürlich in Deutschland ein problematisches. Ein solches Buch zu schreiben bedeutet sowohl für den Verlag wie auch für den Autor ein gewisses Risiko. Warum? Weil die hiesige Staatsräson und die Erinnerungskultur, die in Deutschland prägend ist, die Auffassung vertritt, dass die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt habe, wer sich vorbehaltlos und ohne Wenn und Aber hinter Israel stelle. Diese Sichtweise aber greift zu kurz. Denn wenn. Ja, also wir können mal gucken, ob Michael Lüders in nächster Zeit noch sein Bankkonto behalten darf. Oder ob der Verlag Probleme bekommt. Also ich wollte gerade sagen, dass Michael Lüders nirgendwo mehr eingeladen wird, das ist ja jetzt schon so. Also der war ja früher häufiger zu Gast in öffentlich-rechtlichen Talkshows. Der wird ja schon seit einigen Jahren nicht mehr eingeladen. Also spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges habe ich ihn nirgendwo mehr gesehen. Dann mal, kurz nach dem 7. Oktober habe ich ihn kurz bei Phoenix gesehen. Aber sonst sind seine Auftritte ja rar gesehen. Das ist ja immer so, wenn irgendwer zu kritisch wird, das war bei Michael Lüders, glaube ich, mit dem Ukraine-Krieg so, dann wird er nicht mehr eingeladen. Ist der Zustand heute in Deutschland. Aber Michael Lüders hat sich auf seinem YouTube-Kanal auch schon ziemlich explizit geäußert. Also ist ja nichts Strafbares. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein übereifriger Staatsanwalt auf die Idee käme, hier irgendwas Strafbares reinzuinterpretieren. Das gibt es ja in einigen Fällen auch, aber das glaube ich nicht. Die Gefahr ist halt, dass er sein Bankkonto verliert beispielsweise. Welches Israel ist denn gemeint im Kontext der deutschen Staatsräson?
Und apropos Staatsräson. Oder dass er in irgendeinem Verfassungsschutzbericht auftaucht. Unter diesem Punkt Delegitimierung des Staates Israel bezogener Antisemitismus oder was man sich sonst so noch aus den Rippen leiern kann. Also das ist auch noch eine Gefahr. Was genau bezeichnet dieser Begriff eigentlich? Der ist ja weder juristisch noch politisch klar zu fassen. Dieser Begriff ist ja wie Quecksilber. Aber er ist natürlich moralisch überlagert, weil wir ja, wie gesagt, aufgrund des Verbrechens von Auschwitz die richtigen Lektionen glauben, gezogen zu haben aus der jüngeren deutschen Geschichte, indem wir uns vorbehaltlos, wie gesagt, hinter Israel stellen. Aber welches Israel ist gemeint? Das Israel in den Grenzen des 4. Juni 1967, vor dem Sechstagekrieg, oder das große Israel, das nachfolgende israelische Regierungen seither zu errichten versuchen, eine koloniale Besatzungsmacht, die das Leben für die Palästinenser zur Hölle macht und versucht, ihnen im Grunde genommen zu signalisieren, geht hier weg, ihr habt hier nichts verloren. Wenn man sich die Strukturen der Inbesitznahme des Westjordanlandes nach 1967 anguckt, wie hier eine Siedlung nach der anderen gegründet worden ist, wie es Friedensverhandlungen gegeben hat, wie die rund um Oslo 1993 und wie die israelische Seite diese Verhandlungen systematisch hat ins Leere laufen lassen, das ist schon wirklich faszinierend. Und das sind keine Behauptungen, die ich hier aufstelle, das lässt sich alles belegen. Das kann man alles anhand der gegebenen Quellen nachweisen. Und ich habe Quellen wiedergegeben in diesem Buch, wo ich bei der Lektüre mir gesagt habe, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Aber sie sind belegbar, diese Quellen. Ich habe übrigens ganz bewusst vor allem israelische Historiker und israelische Quellen benutzt. Ich hätte genauso gut auch palästinensische Quellen benennen können. Es gibt hervorragende palästinensische Forscher auf dem Gebiet der Nakba beispielsweise. Das habe ich aber bewusst nicht gemacht, denn ist klar, dann würde es heißen, naja, Palästinenser, nicht? Terroristen im Zweifel, völlig klar. Aber bei israelischen Historikern kann man natürlich schlecht argumentieren, dass sie nun alle Antisemiten wären oder dieses oder jenes, auch für israelische Historiker. Ja, ist traurig. Also auch bei israelischen Historikern, da wird dann gesagt, ja, das sind doch nur irrelevante Einzelstimmen, spielen doch im israelischen Diskurs keine Rolle. Ja, weil sie dort Probleme in ihrer Karriere bekommen, wenn sie eben was Kritisches sagen. Weil solche Stimmen in Israel systematisch mundtot gemacht werden. Er beschreibt Michael Lüders in seinem Buch auch ziemlich ausführlich, was damit Leuten, also warum Leute wie Ilhan Pape heute eben im Ausland sind und nicht mehr in Israel lehren. Aber es ist traurig, dass man palästinensischen Stimmen gar nicht zuhört. Und da sofort dieser Vorwurf kommt, ach, die sind ja voreingenommen. Das kommt dann lustigerweise immer von den gleichen Leuten, die dann die IDF als ihre bevorzugte Quelle nehmen, wenn es gerade um irgendwelche aktuellen Kriege geht, die Israel führt. Bedeutet es Mut, bestimmte Wahrheiten auszusprechen? Und eine Reihe von denen, die ich hier ausführlich wiedergebe in meinem Buch, mussten ihrerseits quasi ins Exil gehen, weil sie in Israel wären sie dort geblieben, wären sie geteert und gefedert worden. Will heißen, ihre berufliche Zukunft wäre nicht mehr gegeben gewesen. Und ich beschreibe anhand des Beispiels eines israelischen Forschers, der fast in den Selbstmord getrieben wurde, dafür, dass er bestimmte Wahrheiten mit Blick auf die Nakba, auf die Vertreibung der Palästinenser, dargelegt hat. Das alles liest sich einerseits wie ein Thriller, andererseits denkt man sich die ganze Zeit, oh mein Gott, wohin soll das führen? Wohin soll das führen? Nun kann man in Deutschland nicht einfach ein Buch schreiben über Israel-Palästina, ohne sich diesem Themenkomplex Staatsräson zu widmen. Wie sehen die Deutschen eigentlich diesen Konflikt? Wie waren eigentlich die deutsch-israelischen Beziehungen? Wie kam es zur Wiederannäherung mit Israel nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie ist das alles geschehen? Hochinteressant. Da ging es nicht um hehre Werte, sondern ging es um ganz knallharte Interessen von westdeutscher wie auch israelischer Seite. Wird alles beschrieben in dem Buch, aber ich stelle das voran, die Auseinandersetzung mit der Staatsräson und das deutsche Verhältnis, die Erinnerungskultur mit Blick auf Israel. Denn nur wenn man sich darüber bewusst wird, dass unsere Wahrnehmung von Israel ja eine überaus idealisierte ist, man muss erstmal sozusagen den Schreibtisch freiräumen und sagen, so, das sind die hiesigen Befindlichkeiten, das sind die hiesigen Wahrnehmungen, aber die Realität weist doch in eine andere Richtung. Und erst wenn das geklärt ist, kann man sich der Geschichte widmen der Entrechtung, der Vertreibung, der Ermordung der Palästinenser. Und es ist eine Geschichte, wie sie
naja, viel zu viele Völker im Laufe der Geschichte erleben mussten, dass Mächtigere die Schwächeren kujiniert haben und aus ihrer Heimat letztendlich dann zu einem erheblichen Teil vertrieben haben, wie das die Israelis gemacht haben im Zuge der israelischen Staatswerdung und dann noch einmal ein zweites Mal im Zuge des Sechstagekrieges 1967. Es ist ein Buch, das ich wirklich mit ungläubigem Staunen geschrieben habe. Oft ist mir wirklich der Atem gestockt, weil ich selber nicht glauben mochte, was ich da gelesen habe. Und ich gehe die historische Chronologie in diesem Buch durch. Ich erzähle das so, dass man im Grunde genommen das Gefühl hat, wenn man das liest, man wäre dabei gewesen. Es ist also keine abstrakte wissenschaftliche Arbeit, sondern sehr lebendig und realitätsnah und nachvollziehbar geschrieben aus der Perspektive, wie ich ausdrücklich betone im Vorwort, aus der Perspektive der Ohnmächtigen und Vergessenen. Und so befasse ich mich mit, wie erwähnt, der Entwicklung in Palästina bis zum Zweiten Weltkrieg, der Balfour-Erklärung von 1917, die den Rahmen legte für die Gründung Israels. Wie haben es die Israelis, wie haben es besser gesagt, die zionistischen Vertreter geschafft, weit über den Teilungsplan der Vereinten Nationen hinaus 1947, sich einen viel größeren Teil von Palästina noch einzuverleiben. Ich setze mich auseinander mit dem Krieg, der 1948 geführt wurde. Und das Argument hier ist ja, dass man sagt, naja, die Israelis waren bereit zu teilen mit den Palästinensern, aber die andere Seite war nicht bereit, sie wollten die Juden ins Meer treiben. Woher kommt eigentlich dieser Spruch? Naja, also die palästinensischen Führer waren unter anderem deswegen nicht zu Teilungsplänen bereit, weil die zionistischen Führer offen Vertreibungspläne diskutiert haben. Also du kannst mit niemandem in einem gemeinsamen Staat leben, der ankündigt, dich vertreiben zu wollen. Das geht einfach nicht. Und das ist ja dann auch passiert. Also bei der Nakba wurde ja weit mehr als die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung in den Gebieten vertrieben. Und hat dann auch mit Jordanien zusammen vor allem dafür gesorgt, dass die Schaffung eines palästinensischen Staates sowieso verhindert wurde, indem Jordanien das Westjordanland annektiert hat. Auch da gab es Geheimverhandlungen zwischen Jordanien und den Gründervätern Israels. Also das war ein ganz abgekartetes Spiel, bei dem die Palästinenser hinten runtergefallen sind. In Jordanien ist übrigens eine von den Briten eingesetzte Dynastie an der Macht, die das Land bis heute regiert. Also deswegen ist Jordanien auch so pro-westlich, weil sich dort diese Könige, die von Großbritannien während der Kolonialzeit eingesetzt wurden, bis heute gehalten haben. Also die wurden ja in allen anderen Ländern, sei es in Ägypten oder im Irak, überall gestürzt. Da bildet Jordanien sozusagen eine Ausnahme. Araber und Juden ins Meer treiben, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Ich gehe der Herkunft nach dieser propagandistischen Wendung und zeige, dass es die arabischen Führer keineswegs, wie die israelische Propaganda behauptet, jemals gesagt haben, liebe Palästinenser, lauft so schnell weg, wie ihr nur könnt. Wir geben euch Waffen, danach könnt ihr die Juden ins Meer treiben, tot oder lebendig. Wie David Ben-Gurion 1961 der Premier zu formulieren beliebte. Das alles ist historischer Unfug, das lässt sich nachweisen. Solche Aussagen hat es nicht gegeben. Und wie gesagt, wenn man sich mit Israel-Palästina befasst, man muss sich immer vor Augen führen, dass vieles von dem, was wir über Israel zu wissen glauben, schlichtweg auf Unwahrheiten ruht, auf propagandistischen Spitzen. Und natürlich hat es die israelische Sicht immer leichter gehabt, in Deutschland Gehör zu finden, als die andere Seite. Ungeachtet aller Fehler, die die Palästinenser gemacht haben im Laufe ihrer Geschichte und ungeachtet auch der terroristischen Gewalt, die sie angewendet haben. Da gibt es nichts zu beschönigen und darauf gehe ich natürlich ebenfalls ausführlich ein. Ich beschreibe also die Geschichte, ich beschreibe, wie Israel seine Archive säubert, um alles, was mit der Nakba zu tun hat, möglichst aus den Archiven zu entfernen. Das ist ein staatlich betriebenes Programm, genau dieses zu leisten, können Sie nachlesen in dem Buch. Ich beschreibe den Aufstieg der PLO unter Yasser Arafat und die Entwicklung in der Region mit den verschiedenen Kriegen, 1956 Suezkrieg, 67 Sechstagekrieg. Hier interessant, Sechstagekrieg, so wird er ja genannt, aus israelischer Sicht ein Präventivkrieg. In Wirklichkeit wissen wir mittlerweile, wenn man das denn wissen will, dass die Israelis diesen Krieg schon Jahre vorher vorbereitet haben. Das war kein Sechstagekrieg, sondern das war schon Jahre vorbereitet
mit dem Ziel, das Westjordanland sich insbesondere einzuverleiben in Ostjerusalem. Das hat man 1948 im Zuge der Nakba nicht geschafft. Auch deswegen nicht, weil es nicht genügend jüdische Einwanderer gab. Es reichte die Zahl der jüdischen Bewohner damals noch nicht aus, um das gesamte Palästina sich untertan zu machen. Und es wäre auch politisch und militärisch nicht möglich gewesen, alle Einwohner Palästinas zu vertreiben. Wie gesagt, bei der Recherche und auch bei der Lektüre, da stockt einem schon manchmal der Atem. Aber es ist eben sehr erhellend. Und wenn man diese Hintergründe kennt, dann kann man auch die Politik der Gegenwart besser einordnen. Und ich beschreibe natürlich auch die neuen Fronten, die es gegeben hat, von Beirut bis Teheran. Das ging 1982 los, als die Israelis glaubten, die PLO aus dem Libanon vertreiben zu können. Das haben sie auch getan. Yasser Arafat und die PLO wurden aus dem Libanon, wo sie seit 1970 sehr stark gewesen waren, zu vertreiben. Und im Zuge dieser Vertreibung und der Gewalt, die die israelische Seite angewendet hat im Süden des Libanon, entstand die Hisbollah, die Partei Gottes. Sowohl die Hisbollah wie auch die Hamas sind beide entstanden als Reaktion auf israelische Besatzung. Das will natürlich hier keiner hören. Wir sehen ja diese Organisation als reine Terrororganisation. Und das Schöne ist, wenn ich eine Organisation als Terrororganisation bezeichne, dann muss ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen, was das eigentlich für einen Hintergrund hat, eine solche Organisation. Ja. Es ist ein sehr starker moralischer Frame, der von allen Regierungen gegen alle Gruppen gewendet wird, die ihnen unliebsam sind. Also ja, es geht nur um Diskreditierung, um Dämonisierung, damit man sich damit eben nicht auseinandersetzen muss. Deswegen werden ja Staaten wie der Iran oder Nordkorea, die ja gerade in unseren Medien auch nicht gerade wohlgelitten sind, immer als Terrorstaaten bezeichnet. Naja, also es ist ein übliches Vorgehen. Wir wissen ja, das sind die Bösen. Und wir sind natürlich auf Seiten der Guten, das sind die Israelis, und deswegen müssen wir uns mit den Hintergründen auch nicht befassen, denn die Terroristen, die sind immer da, sie wollen Israel vernichten. Die PLO, die Hamas, die Araber, der Iran, alle wollen Israel vernichten, nur Israel. Ja. 57 muslimische Staaten haben Israel Anfang der 2000er Jahre ein Friedensangebot gemacht, das besagt, dass alle diese Staaten Israels Existenzrecht anerkennen, dass sie alle normale diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen, wenn Israel sich im Gegenzug ans Völkerrecht hält, das heißt vor allem sich auf die Grenzen von 1967 zurückzieht. Dieses Angebot hat Israel bis heute nicht angenommen und Israel hat auch nicht vor, dieses Angebot anzunehmen. Die PLO hat das Existenzrecht Israels schon vor sehr langer Zeit anerkannt, auch nochmal explizit mit dem Friedensabkommen von Oslo, auch das beschreibt Michael Lüders in seinem Buch. Es hat ihr nur nichts genutzt. Also Israel hat dieses Abkommen genutzt, um sich Zeit zu kaufen, um den Siedlungsbau im Westjordanland sogar noch zu beschleunigen. Und die PLO hat gar nichts bekommen. Also außer vielleicht ein paar Funktionäre, die jetzt in der palästinensischen Autonomiebehörde ein relativ privilegiertes Leben führen können, hat dieses Abkommen wirklich keinem Palästinenser irgendwie geholfen, sondern es hat diesen Zustand der Besatzung und des Siedlungsbau verstetigt und verewigt. Israel will in Frieden mit seinen Nachbarn leben, kann es aber nicht, weil, wie gesagt, die andere Seite immer wieder versucht, die Juden ins Meer zu treiben. So kann man es natürlich auch sehen, aber diese Selbstwahrnehmung hat relativ wenig mit der Realität zu tun. Und ich beschreibe insbesondere auch die Entwicklung im Gazastreifen in den letzten Jahren, seit 2007 bereits, belagert ja Israel den Gazastreifen oder hat ihn belagert. Sie kennen vielleicht das Argument, ach, die Hamas, diese Terroristen, die hätten aus dem Gazastreifen einen Singapur des Nahen Ostens machen können. Aber sie haben auf Gewalt gesetzt, weil sie Israel bekämpfen und vernichten wollten. Man muss die Hamas nicht mögen, wahrhaftig nicht. Man muss auch die Hisbollah nicht. Vor allem ist es kontrafaktisch. Also Israel hat von Anfang an versucht, durch diese Blockade und durch die immer wiederkehrenden Kriege, die Israel seit 2008 geführt hat, die Wirtschaft im Gazastreifen zu zerstören. Das hat funktioniert. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Gazastreifen hat sich mehr als halbiert. Also das war ein absolutes wirtschaftliches Desaster für die Bewohner in Gaza. Während die Wirtschaft in Israel gewachsen ist, also der Abstand zu Israel, der ist nochmal wesentlich größer geworden. Das ist ein Irrtum, den viele erliegen. Sie glauben, wenn man etwas versucht zu beschreiben, dann mache man sich gemein mit dem Gegenstand seiner Untersuchung. Das ist aber nicht der Fall. Ich kann durchaus die Rote Armee-Fraktion in jeder Hinsicht verurteilen, wie sie in Deutschland damals Terror gemacht hat in den 1970er Jahren. Aber ich kann mich trotzdem sachlich damit auseinandersetzen, wie konnte das geschehen.
Und wenn man Terrororganisation, ich persönlich, wenn ich so ein Wort höre, dann denke ich an die RAF, dann denke ich an eine kleine Organisation mit ein paar Dutzend Aktivisten und vielleicht ein paar hundert Sympathisanten. Aber die Hamas und die Hezbollah und andere sehen sich, und de facto sind sie es auch, nationale Widerstandsorganisation gegen den Versuch Israels, sich das gesamte Palästina untertan zu machen und gleichzeitig jeden Widerstand gegen diese Besatzung, gegen diese koloniale Inbesitznahme zu kriminalisieren und zu bekämpfen. Also sie, diese Widerstandsorganisation, versuchen sozusagen dem israelischen Gebaren Einhalt zu gebieten. Mit auch terroristischen Mitteln, keine Frage. Aber wenn man sich, ohne jetzt Tote gegenseitig aufrechnen zu wollen, aber wenn man sich mal anguckt, wer in der Region gerade wen vernichtet, dann sprechen ja die Zahlen eigentlich für sich. Und wenn ich mit Labels arbeiten will wie Terrororganisation, und ich sage das ohne jeden polemischen Unterton. Und auch die offenen Ankündigungen. Also es heißt ja immer, oh, der Iran, der sagt, also da finden öffentlich Paraden statt, wo gerufen wird, Tod Israel. Ja, was hat denn der israelische Bildungsminister vor dem israelischen Einmarsch in den Libanon gesagt? Der Libanon sei kein souveräner Staat und er hätte kein Existenzrecht. Offene Ankündigung des israelischen Bildungsministers zur Vernichtung des Libanons. Also er hat nochmal explizit gesagt, dass der Libanon, wenn die Dinge sich so weiterentwickeln, vernichtet wird. Also das ist die Rhetorik der israelischen Regierung. Und das Gleiche kann man in Bezug auf Gaza und die in Bezug auf den Krieg in Gaza beobachten. Es gibt israelische Fernsehsender, wo hochrangige israelische Regierungsmitglieder zur vollständigen Vernichtung von Gaza aufrufen. Das interessiert hierzulande nur keinen. Also bei einer Seite, da werden solche rhetorischen Radikalaussagen sofort hochgehalten und seht her, die wollen Israel vernichten. Und bei der anderen Seite, da ignoriert man es einfach. Da tut man so, als würde das gar nicht stattfinden. Und wenn man das dann mal anspricht, da wird gesagt, ach, das ist doch nur irgendein Irrer. Der sitzt zwar in der Regierung und aktuell hat die Regierung schon über 1600 Menschen im Libanon umgebracht, die meisten davon Zivilisten, aber was hat das schon zu sagen? Als was will ich, oder anders formuliert, will ich dann tatsächlich der offiziellen Logik folgen, wie sie in Israel vorherrscht, dass die israelische Armee die moralischste der Welt sei? Will ich das wirklich oder sollte man da nicht vielleicht ein bisschen differenzieren und mit solchen Begriffen vorsichtig sein? Aber es geht ja auch nicht um Wahrheitsfindung, es geht um Framing. Es geht darum, der hiesigen Öffentlichkeit immer wieder zu vermitteln, Israel ist das unschuldig verfolgte Opfer und wir in Deutschland sind gehalten, aufgrund unserer jüngeren Geschichte uns uneingeschränkt hinter Israel zu stellen. Das alles ist eine sehr unerfreuliche Entwicklung. Ich gehe auf all diese Dinge ein. Es liest sich wirklich, es ist ein Page-Turner, dieses Buch. Und ich bin der Meinung, wenn man wissen will, was in Regionen geschieht, dann muss man es lesen. Klar, wenn ich als Autor sowas sage, dann klingt das immer so ein bisschen merkwürdig. Aber es ist tatsächlich so, dass Sie wahrscheinlich nicht ohne weiteres eine Quelle finden, wo Sie zwischen zwei Buchdeckeln einmal zusammengestellt finden, wo die Probleme liegen. Und dass unsere israelischen Brüder und Schwestern eben nicht die verfolgte Unschuld allein sind auf dieser Welt, sondern dass sie einen erheblichen Anteil haben, durch ihren Siedlungskolonialismus eben diesen Konflikt am Leben zu erhalten. Und es wird keine Deeskalation geben, solange es hier nicht ein komplettes Umdenken gibt. Das steht aber nicht in Sicht. Apropos Auschwitz, und ich komme danach dann zur aktuellen Entwicklung in der Region. Viele glauben in Deutschland, man hätte die richtigen Lektionen, wie erwähnt, aus der jüngeren deutschen Geschichte gezogen, indem man sich ohne Wenn und Aber hinter Israel stellt. Und natürlich kann man sich hinter Israel stellen, gar keine Frage, aber dann bitte in den Grenzen des 4. Juni 1967. Einen genozidalen Krieg, wie ihn Israel führt, im Gazastreifen lediglich zur Kenntnis zu nehmen, wie das die deutsche Politik macht, ist der falsche Weg. Wie ist eigentlich wie sollte eine Erinnerungskultur beschaffen sein, die auf konstruktive Art und Weise mit den Verbrechen der Deutschen und anderer in der Geschichte umgeht? Auch dieser Frage widme ich mich in meinem Buch. Ich bin der Meinung, man kann das historische Vermächtnis von Auschwitz in zweierlei Hinsicht deuten. Man kann sagen, wie es die Mainstream-Vertreter bei uns machen, ohne Wenn und Aber, wir stehen hinter Israel. Und wenn Israel eine Atombombe über Teheran zünden würde, ist das auch okay, legitime Vorwärtsverteidigung, wir als Deutsche schweigen dazu. Das ist, wie ich meine, der falsche Ansatz. Ich denke, dass das monströse Menschheitsverbrechen von Auschwitz ein Minitekel ist, das uns lehrt, unsere Stimme immer dann zu erheben,
Wenn irgendwo auf der Welt ein epochales Unrecht geschieht, ganz egal, wer es begeht, von wem es begangen wird und gegen wen es sich richtet, es muss dann die Stimme erhoben werden und es setzt natürlich voraus einen differenzierenden Ansatz. Ich kann nicht sagen, Auschwitz rechtfertigt den israelischen Genozid im Gazastreifen. Das ist ein falsches geschichtliches Erinnern. Sondern das Vermächtnis lautet, gerade weil wir um Auschwitz wissen, können wir dieses Unrecht nicht einfach stillschweigend zur Kenntnis nehmen. Was Michael Lüders hier vorschlägt, ist einfach Universalismus. Also meiner Ansicht nach auch die einzig logische Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg und dem vor Deutschland durchgeführten Völkermord. Also dass wir so eine Praxis grundsätzlich ablehnen. Also dass die Lehre sein sollte, nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, und zwar egal von wem begangen. Umso weniger, als die israelische Führung keine Grenzen mehr kennt. Sie müssen sich vorstellen, dass diese israelische Führung geradezu trunken ist davon, dass sie wissen, dass sie straflos tun können, was immer sie zu tun belieben. Die einzige Macht auf der Welt, die den Israelis Einhalt gebieten könnte, wären die Amerikaner. Wenn sie den Stecker zögen, wenn sie morgen aufhörten, Waffen an Israel zu liefern, dann wäre die Gewalt und der Krieg im Nahen Osten in einer Woche beendet. Und in einem halben Jahr gäbe es einen palästinensischen Staat in den von Israel besetzten, 1967 besetzten Gebieten des Westjordanland und des Gazastreifens mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Die Amerikaner werden aber den Stecker nicht ziehen aus den genannten Gründen, weil aus ihrer Sicht es eine feine Sache ist, dass sie in Israel einen Flugzeugträger in der Region haben, der ihre geostrategischen Interessen bedient. Und das bedeutet im Augenblick insbesondere, den Iran in Schach zu halten. Das Gefährliche dieser Strategie ist natürlich, dass Russland... Ja, und APEC spielt da auch noch eine Rolle. APEC ist eine pro-israelische Lobbyorganisation in den USA, deren Rolle Michael Lüders in dem Buch auch kurz streift. Also da verweist er dann auf die Recherchen von John Mearsheimer, der zu dieser Israel-Lobby ja ein ganzes Buch geschrieben hatte. Das ist auch noch sicherlich ein interessantes Thema. Denn es gibt ja auch in den USA starke Kritik an dieser einseitig pro-israelischen Positionierung beider Parteien. Ich meine, es ist ja egal, ob Republikaner oder Demokraten regieren, weil die USA damit alle Länder dieser Region und während des Völkermordes in Gaza jetzt auch fast alle Länder des globalen Südens von sich wegstoßen. Also der globale Süden ist sich vollkommen einig, dass das, was da in Gaza passiert, dass das aufhören muss, dass es da einen Waffenstillstand geben muss. Und die USA, die diskreditieren sich durch ihre Unterstützung Israels selbst. Das heißt, es ist nicht mal im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten. Deswegen spielen solche Lobbyorganisationen da sicherlich auch eine wichtige Rolle. Russland und China immer engere Beziehungen zum Iran unterhalten, sodass, wenn die Chose sich weiter in die Entwicklung bewegt, wie es sich abzeichnet, sehr schnell auch zu einer globalen Konfrontation führen kann. Und wie ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe, der absolute Jackpot wäre es, wenn die Kriege in der Ukraine und ein möglicher künftiger Krieg im Nahen Osten, wenn die zusammenfielen. Denn der Gegner ist ja in beiden Fällen Russland bzw. China. Und das wäre dann wirklich der absolute Höhepunkt. Die israelische Gewalt ist völlig entfesselt. Und es ist interessant, einen Blick auf die Zahlen zu werfen. Danke an Seppi TV. Das ist jetzt wichtig. Jetzt trägt Michael Lüders hier nochmal die Zahlen in Bezug auf den Libanon vor. Es hat, weil das Argument, Nasrallah getötet zu haben, ist ja, dass er der Oberterrorist sei und die große Gewalt im Norden Israels und so weiter, die es ja auch gegeben hat. Gibt es nichts daran zu beschönigen. Die Hezbollah hat den Norden Israels beschossen. Das hat sie getan aus Solidarität mit den Palästinensern, so ihre Selbstdarstellung. Und sowohl die Hezbollah wie auch die Houthis im Jemen haben immer gesagt, unsere Angriffe enden in dem Moment, wo Israel einem Frieden im Gazastreifen zustimmt. Also rein theoretisch hätte man ja auch auf Israel Druck ausüben können, einer Friedenslösung zuzustimmen. Aber Israel hat, wie ich im vorigen Podcast bereits dargelegt habe, alle Versuche der USA, Ägyptens und Katars unterlaufen, zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen zu kommen. Die israelischen Geiseln dort interessieren die Regierung Netanyahu nicht. Deren Schicksal bleibt ungewiss. Jedenfalls ist sie nicht in guten Händen auf Seiten der Regierung Netanyahu. Und jetzt geht es eben weiter. Der Versuch Israels ist es, wie erwähnt, noch einmal fürs Protokoll, erstens sich das gesamte historische Palästina untertan zu machen und zweitens jeden geopolitischen Widerstand
den es geben könnte, diese, gegen diese hegemonialen Bestrebungen Israels im Keim zu ersticken. Und dafür ist es erforderlich, den Iran ins Visier zu nehmen. Das wissen auch die Amerikaner. Und natürlich wollen sie jetzt im Wahlkampf nicht hineingezogen werden in einen Krieg Israels gegen den Iran. Aber Netanyahu ist natürlich clever und gerissen genug, um zu wissen, dass er die Amerikaner vor sich hertreiben kann. Er versucht, die Hisbollah und den Iran zu provozieren, auf dass sie irgendwann einmal etwas Unbedachtes tun. Ich sag mal, eine Rakete auf ein Hochhaus in Tel Aviv. Das wäre dann der Vorwand, die Generalabsolution für Israel, um zu sagen, so, jetzt müssen wir aber ans Eingemachte gehen. Ja. Deswegen greift der Iran und greift die Hisbollah auch gezielt militärische Infrastruktur an, während Israel größtenteils zivile Infrastruktur ins Visier nimmt. Also weil der Iran und die Hisbollah sich das gar nicht erlauben können, weil die internationale Gemeinschaft gerade eher auf ihrer Seite steht als auf der Seite Israels. Und sie würden sich diese moralisch höhere Position, also wir mögen das jetzt im Westen ja anders sehen, aber sie würden sich damit diese moralisch höhere Position, die sie haben, gewissermaßen konterkarieren, wenn sie jetzt zivile Ziele ins Visier nehmen. Danke an das Abonnement an Milangsville. Und jetzt gehen wir gegen Iran. Wohl wissend, dass die USA dann in diesen Krieg mit hineingezogen würden, was sie natürlich vermeiden wollen. Also wie gesagt, es ist ein Double Bind der Amerikaner. Auf der einen Seite wollen sie nicht, auf der anderen Seite schon. Aber eben nicht so jetzt, dass das Ganze peinlich wird und schon gar nicht mitten im Wahlkampf. Und diese, in Anführungsstrichen, Schwäche der USA nutzt die Regierung Netanyahu schamlos aus, indem sie den Krieg in die Region insgesamt trägt. Darf er daran erinnern, unmittelbar nach dem 7. Oktober bereits, hat die israelische Militärführung und Teil auch der Politiker in Israel klar gesagt, es genügt uns nicht, die Hamas zu zerstören, sondern wir wollen darüber hinaus auch die Hisbollah und den Iran ins Visier nehmen. Es ist also nicht so, dass das jetzt eine völlig aus dem Nichts kommende Entwicklung wäre. Die Israelis haben aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht und klargestellt, wohin die Reise gehen soll. Das muss man sich klar vor Augen führen. Übrigens, Gazastreifen, das mal kurz noch einzufügen. Es gibt jetzt Pläne der israelischen Führung. Giora Eiland, ein führender Militärbereiter, ich glaube, er war auch Generalstabschef, mittlerweile ist er pensioniert, der ist erstmals aufgefallen, als er unmittelbar nach dem 7. Oktober empfahl, man möge im Gazastreifen Krankheiten und Seuchen verbreiten. Das würde der israelischen Armee die Arbeit erleichtern. Und letztendlich ist es ja genauso auch gekommen. Ja? Ich meine, wir haben jetzt noch Spätsommer. Jetzt können die Leute noch im T-Shirt tagsüber und auch nachts über die Runden kommen, aber bald beginnt die Regensaison, dann wird im Gazastreifen, wo 80% der Häuser zerstört sind, das wird eine riesige Schlammmasse werden. 80% der Häuser sind zerstört. Aber in unseren Medien wird immer noch berichtet, Israel nehme hier gezielt Terroristen ins Visier und nicht zivile Ziele. Und dieser Eiland, der ist tatsächlich in der Vergangenheit schon aufgefallen. Das war einer von jenen Militärs, die die Dachia-Doktrin relativ offen und unverblümt beschrieben haben. Also man kann Eiland sozusagen dankbar für seine Ehrlichkeit sein. Also die Dachia-Doktrin sieht vor, gezielt ganze Stadtviertel einzuäschern, gezielt zivile Ziele ins Visier zu nehmen. Die Begründung dafür ist, diese gesamte Region, aus der Israel da beschossen wird, dieses gesamte Stadtviertel, dieses gesamte Land, das ist an sich böse, da es ja Israel angreift. Deswegen ist nicht mehr zwischen Zivilisten und Kombattanten zu unterscheiden. Deswegen kann man Zivilisten genauso bombardieren wie Kombattanten. Das ist völlig egal. Also das führt dann in der Realität dazu, dass man Bombardements auf Wohnblöcke durchführt, wo hunderte Menschen sterben, wie im Libanon geschehen in den letzten Tagen, wie in Gaza seit einem Jahr geschieht. Das ist die Dachia-Doktrin. Und da war Eiland einer von jenen, die das relativ offen beschrieben haben. Es gibt dort kein sauberes Trinkwasser mehr. Und danke an Seppi TV. Eine Abwasserentsorgung. Es werden also noch Tausende, Abertausende Menschen, vor allem Kinder und Kleinkinder, sterben an mangelnder medizinischer Versorgung, an den fehlenden hygienischen Bedingungen, an Unterernährung und an fehlendem gesunden Trinkwasser. Und parallel nun dazu, derselbe Eiland und andere haben jetzt die Idee, dass man den Norden Gazas komplett säubert von Palästinensern. Alle Palästinenser müssen den Norden des Gazastreifens verlassen in Richtung Süden. Und wer bleibt, so Giora Eiland, der wird entweder verhungern oder er wird erschossen. Und die Idee ist natürlich ganz klar, die Palästinenser aus dem Gazastreifen, die sollen raus. Ich beschreibe in meinem Buch, wie Jared Kushner, der Schwiegersohn,
des vormaligen US-Präsidenten Donald Trump, möglicherweise auch des nächsten. Ja, und der hat ausgerechnet. Das ist nicht nur irgendeine kranke Fantasie von diesem Eiland, das muss man dazu auch nochmal sagen. Gerade im Norden des Gazastreifens verhindert Israel die Verteilung von Nahrungsmitteln. Im gesamten Gazastreifen herrscht Hunger. Und am schlimmsten ist, wie gesagt, die Situation im Norden, wo Israel die größten Gebiete besetzt hält. Vortrag in Harvard, also einer amerikanischen Elite-Universität, den Vorschlag gemacht, oder besser gesagt, er hatte die Idee, Mensch, also der Gazastreifen, das ist eine Real Estate Opportunity. Denn seine Idee ist, ist alles kaputt, muss wieder aufgebaut werden. Aber natürlich nicht für die Palästinenser, sondern für Israelis und für Juden, die aus dem Ausland kommen und Häuser mit Meeresblick haben wollen. Ja? Das wird offen diskutiert. Es ist ja nicht so, dass das ein Geheimnis wäre. Ich beschreibe, wie die israelische Regierung seit Monaten bemüht ist, andere Staaten, darunter die Europäische Union, aber auch afrikanische Staaten, wie den Tschad oder Ruanda, davon zu überzeugen, möglichst viele Palästinenser aufzunehmen. Im Gegenzug bekommen sie dann Waffen und Geld. Das ist alles kein Geheimnis, aber es wird hier natürlich nicht wahrgenommen, weil passt ja nicht so ins Bild und deswegen, ja, und ich wage die Prognose, spätestens im Frühjahr des nächsten Jahres, nach einem verheerenden Winter, mit unendlich vielen Toten, weiteren Toten im Gazastreifen, nicht durch Bomben, sondern durch Krankheiten, Fehlernährung und so weiter, wird es Propagandisten geben, die sagen, ja, aber wir müssen doch den Menschen im Gazastreifen helfen. Das kann doch so nicht weitergehen. Lass uns doch den Neuaufbau versuchen. Es ist doch unmenschlich, wenn die Palästinenser unter solchen Bedingungen leben müssen. Die Weltgemeinschaft, die Staatengemeinschaft, sie hat die moralische Verpflichtung, diesen Palästinensern unter die Arme zu greifen, indem man sie aufnimmt und indem man sie einer besseren Zukunft entgegenführt. Und im Westjordanland, vergessen wir das nicht, geht es ja weiter mit dem Siegeszug der Siedler, die systematisch Palästinenser vertreiben. Das Ziel ist natürlich auch, das Westjordanland perspektivisch von Palästinensern so weit wie möglich zu säubern. Was hier stattfindet, ist die dritte Nakba. Die erste 48, die zweite 67, die dritte jetzt. Das Ziel der israelischen Regierung ist klar. Und man kann es wissen, wenn man 3 und 4 gewillt ist zu addieren. Ja. Es gibt die Frage ist, was soll mit den Menschen in Gaza passieren? Also im Westjordanland, da ist der Weg ziemlich klar vorgezeichnet. Die Menschen dort werden sukzessive vertrieben. Es wird noch einige Jahrzehnte dauern. Und die, die dort bleiben, die werden halt einen Status als rechtlose Ausländer haben. Also die werden quasi staatenlos sein. Also das ist ja der Status, den sie jetzt schon haben, sind ja jetzt schon besetzt. Aber Israel wird diese Gebiete irgendwann annektieren, ohne den dort lebenden Palästinensern die Staatsbürgerschaft zu geben. Die Frage ist, wie viele man bis dahin vertrieben hat. Also wie groß der Anteil der komplett rechtlosen Bevölkerung dann sein wird. Die Quellen, können Sie alles nachlesen in meinem Buch. Aber es interessiert hier niemanden. Es interessiert hier niemanden. Und am Ende werden die Israelis ihren Willen bekommen. Ich meine, eins muss man wirklich sagen. Hochachtung vor dem langen Atem zunächst der zionistischen Bewegung, dann der nachfolgenden israelischen Regierung. Sie haben ihre Ziele immer erreicht, wenn es darum ging, Palästina vollständig in Besitz zu nehmen. Und warum sollte es diesmal nicht gelingen, die Palästinenser zu vertreiben oder sie verhungern zu lassen oder sie, keine Ahnung, also was man mit Leuten, die man nicht braucht, die man nicht will, was man denen machen will. So, nun ist also eine weitere Front eröffnet im Libanon. Nur mal zur Illustration zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 20. September 2024 hat es, das sind Zahlen des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera, 8.313 Angriffe Israels auf den Libanon gegeben und 1.901 Angriffe der Hezbollah und andere auf Israel. Also 8.313 Angriffe Israels auf den Libanon und 1.901 Angriffe der Hezbollah und andere auf Israel. Das ja, also mehr als 4-mal so viele Angriffe Israels auf den Libanon als von der Hezbollah auf Israel. Und diese Zahlen, Michael Lüders hat jetzt hier Al Jazeera genommen, da werden jetzt alle, die auf Seiten Israels stehen, aufschreien, nein, Al Jazeera, die verbreiten ja Hamas-Propaganda. Ja, diese Zahlen wurden auch von der BBC und von Bloomberg berichtet. Die Zahlen sind valide. Die tauchen auch in allen westlichen Medien so auf. Es ist ein Verhältnis von etwa 1:4. Also es hat 4-mal mehr israelische Angriffe auf den Libanon gegeben als umgekehrt. Danke an SepiTV. Mit dem Ergebnis, dass Zehntausende von Libanesen aus dem Süden des Libanon bereits vertrieben worden sind, bevor die Sache jetzt nochmal eskaliert ist nach der Ermordung von Nasrallah. Es hat in dieser Zeit
in dieser Zeit 1640 Tote gegeben. 1640, die meisten davon in der Zeit nach dem 18. September bis Ende September. 1640 Tote, mindestens 1640 libanesische Tote. Die meisten davon sind Zivilisten, die meisten davon sind Frauen und Kinder. Im Gegenzug hat es auf israelischer Seite 33 Tote gegeben, fast ausschließlich Soldaten. Also das ist schon bemerkenswert, diese Zahlen sich mal vor Augen zu führen. Wir haben als Ergebnis... Also, nochmal, über 1600 Tote auf libanesischer Seite, die meisten davon Zivilisten, 33 Tote auf israelischer Seite, die meisten davon Soldaten. Israel nimmt bewusst zivile Ziele ins Visier, die Hezbollah nimmt gezielt militärische Ziele ins Visier. Und also jetzt nochmal die Frage, wer ist die Terrororganisation? Also unsere Medien, die sind sich da relativ einig. Aber wie gesagt, der eine greift gezielt Zivilisten an, der andere gezielt militärische Ziele. Der eine bringt über 1600 Menschen um, der andere 33. Da schreibt einer, darf man wegen den Vertriebenen widersprechen. Ja, es gibt ja auf libanesischer Seite und auf israelischer Seite zehntausende Vertriebene. Auf libanesischer Seite glaube ich sogar schon 200.000. Also die Kampfhandlungen sind ja jetzt nochmal eskaliert. Israel hat die ganze Region südlich des Litani-Flusses zur Evakuierung ausgerufen. Also es gibt tatsächlich wesentlich mehr libanesische Vertriebene als israelische. So auch auf der Ebene geht Israel aggressiver vor als die Hezbollah. Und die Hezbollah könnte aggressiver vorgehen. Sie hat über 100.000 Raketen, die sie auf Israel abschießen könnte. Sie hat das bisher nicht getan, weil sie kein Interesse an einem großen Krieg hat. Sie hat auch kein Interesse, zivile Ziele anzugreifen. Tötung Nasrallahs und der Drohung der Israelis, auch weiterhin Angriffe im Libanon zu führen, sind mittlerweile nach Angaben der Israelis... Nein, auch vorher schon sind im Libanon zehntausende Zivilisten auf der Flucht gewesen. Zivilisten fliehen erst nicht seit dem Einmarsch. Dadurch ist die Zahl der Flüchtlinge jetzt auch noch mal enorm in die Höhe gegangen. Also einige Schätzungen gehen von bis zu 1 Million Flüchtlingen aus. Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Zahlen. Von der UN hatte ich letztens nur eine Zahl von 200.000. Aber das geht jetzt alles sehr schnell hoch. Jetzt, wo die Bodenoffensive kommt, jetzt, wo die Kampfhandlungen eskalieren, explodiert natürlich auch die Zahl der Flüchtlinge. Aber es sind schon vorher tatsächlich aus dem Grenzgebiet zehntausende Libanesen geflohen. Also wie gesagt, die beiden Seiten haben sich beschossen. Die Todeszahlen während des israelischen Beschusses waren durchgängig höher. Der Anteil an Zivilisten war höher. Und Israel hat das durch die Bombardements der letzten Wochen noch mal enorm eskaliert. Aber auch vorher hat Israel vor allem sehr viele Zivilisten getötet bei seinen Angriffen. Und die Leute sind dann natürlich aus dem Grenzgebiet geflohen. Der libanesischen Regierung bis zu 1 Million Menschen im Libanon auf der Flucht. Der Libanon hat insgesamt 5,5 Millionen Einwohner. Also man kann sagen, fast ein Fünftel der Bevölkerung ist auf der Flucht. Der Libanon ist ein Land, das aus verschiedenen Gründen kurz vor dem Zusammenbruch ohnehin schon stand, aufgrund einer nicht mehr funktionsfähigen Regierung, aufgrund verschiedener Umstände, die ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen möchte. Wenn ein dermaßen gebeuteltes Land, das außerdem 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat, mit einer ohnehin schon überaus fragilen Infrastruktur nur noch zusätzlich dermaßen ins Visier genommen wird, das kann eigentlich perspektivisch, wenn das so weitergeht, nur zum Zusammenbruch der staatlichen Ordnung im Libanon führen. Und was aus diesen Menschen werden soll, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Und der israelischen Seite... Naja, zum Teil flieht er jetzt schon nach Syrien. Also Syrien wird dann seinerseits wieder sehr viele libanesische Flüchtlinge aufnehmen müssen, während das Land gerade seine eigene Bevölkerung versorgen muss und den Wiederaufbau irgendwie hinbekommen muss. Denn Syrien ist ja größtenteils befriedet, wenn man jetzt von der Region um Idlib absieht, wo der örtliche Al-Qaida-Ableger regiert. Ist das herzlich egal? Es ist jetzt noch offen die Frage, wird es eine Bodeninversion geben, ja oder nein? Das haben die Israelis schon mehrfach gemacht. Das war nie eine gute Idee, denn die Hezbollah hat sie dann wieder vertrieben aus dem Libanon. Das würde viele tote Soldaten auf israelischer Seite bedeuten. Ob die israelische Armee also Bodenoffensive macht im Süden des Libanon, um die Hezbollah dort zu bekämpfen, das bleibt abzuwarten. Aber vieles spricht dafür, dass es dieses geben könnte. Nebenbei bemerkt, man macht ja nun von Hassan Nasrallah, dem
Führer der Hezbollah, der 32 Jahre lang deren Oberhaupt war und der im Libanon und darüber hinaus im schiitischen Teil der arabisch-islamischen Welt überaus beliebt war. Ja? Das mag uns merkwürdig erscheinen, denn wir sehen in ihm nur den Terroristen. Aber das liegt eben daran, dass wir jede Form des Widerstands gegen Israel ja gar nicht als Widerstand erkennen, sondern das fällt ja. Zumal man bei der Hezbollah ganz klar sagen muss, der Widerstand hat sich auf libanesischem Staatsgebiet abgespielt, weil Israel da illegal einmarschiert ist. 1982 und dann 2006 und jetzt, wie es aussieht, 2024 nochmal. Also die Hezbollah, die hat sich vor allem in ihrer Geschichte gegen israelische Angriffe erwehren müssen. Und die hat ihrerseits nicht versucht, Israel anzugreifen. Ja, in die Rubrik bei uns, die wollen Israel vernichten, das ist ihr einziges Ziel. Die fanatischen Mullahs hetzen die Hezbollah und die Hamas und die Palästinenser und die Libanesen auf, damit sie Israel vernichten. Das ist ja die hiesige, zugespitzt gesagt, die hiesige Wahrnehmung, die etwas sehr schlicht ist und geschichtsvergessen, aber so wird es eben hier gesehen. Die Menschen dort sehen das aber völlig anders. Und na klar, die Hezbollah ist jetzt erst einmal geschwächt. Die müssen sich neu sortieren. Es ist den Israelis, gemeinsam übrigens mit US-Geheimdiensten, sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass der Mossad, der vielgerühmte, das alleine geschafft hat, die Pager und die anderen elektronischen Geräte zu hacken und zur Explosion zu bringen. Hier hat es natürlich eine Zusammenarbeit mit amerikanischen Nachrichtendiensten gegeben. Davon darf man ausgehen. Dafür spricht empirische Evidenz. Ich könnte jetzt keine Quelle benennen, aber es gibt genügend Hinweise, die in diese Richtung deuten. Insofern sind die Distanzierung in den USA, damit haben wir nichts zu tun, doch mit größter Vorsicht zu genießen. Also da gibt es schon eine Kooperation. Und ja. Jetzt ist jedes Mal das Verhalten der USA. Es ist auch im Ukraine-Krieg genauso. Also man weiß, dass die Ukrainer bestimmte Ziele in Russland nicht ohne logistische Hilfe der USA angreifen konnten, weil die Ukrainer nicht die Karten haben, nicht die Technik haben, nicht die Leute haben, um die Waffen zu bedienen. Also man weiß auch, dass amerikanische Soldaten vor Ort sind. Aber immer wenn die Ukrainer da beispielsweise das russische Nuklearwarnsystem angreifen, also die strategische Nuklearabwehr Russlands damit für kurze Zeit an der Stelle blind machen und damit die Gefahr eines Atomkrieges erhöhen, sagen die USA, wir haben damit nichts zu tun gehabt. Wenn die Ukrainer ein russisches Schiff versenken, wenn die Ukrainer irgendwelche Angriffe auf Russland fliegen, tief in russischem Territorium, sagen die USA immer, wir haben damit nichts zu tun, obwohl relativ klar ist, dass die USA damit etwas zu tun gehabt haben müssen. Es kann gar nicht anders sein. Das ist, also Michael Lüders hat es gerade empirische Evidenz genannt, aber das ist auch die Erfahrung von anderen Konflikten. Die USA, die wollen öffentlich nicht als Aggressor wahrgenommen werden, sie verhalten sich aber genauso de facto. Ja, die Hezbollah ist natürlich jetzt erstmal mit dem Rücken zur Wand, aber es wird 2-3 Wochen dauern, dann haben die sich neu sortiert. Sie müssen natürlich jetzt sich überlegen, wie können wir unsere Sicherheit gewährleisten, sind ja offenbar infiltriert, da gibt es Informanten, die Israelis, die Amerikaner entsprechend briefen und gleichzeitig braucht es eine neue Führung. Das braucht einige Zeit, einige Wochen, bis man sich neu aufgestellt hat. Aber vergessen wir nicht, die israelische Armee hat es bis heute nicht geschafft, die Hamas militärisch zu besiegen im Gazastreifen. Und die Hezbollah ist eine ganz andere Dimension. Die haben 150.000 Raketen, darunter wirklich weitreichende, große, gefährliche Raketen, mit denen sie ganz Israel beschießen können. Die Vorstellung, dass die Hezbollah durch die Liquidierung ihres Führers ins Mark getroffen wäre, ist eine Illusion. Der Widerstand wird weitergehen und die Menschen schon aufgrund ihrer Verzweiflung werden sich hinter die Hezbollah jetzt erst recht stellen. Das ist die Prognose für den Libanon. Man besiegt nicht einen Feind, der dermaßen gut vernetzt ist in der eigenen Bevölkerung. Diesem Irrtum ist schon die NATO in Afghanistan erlegen, als sie glaubten, die Taliban, kein Problem, das kriegen wir hin. 20 Jahre lang haben sie es versucht, das Ergebnis ist bekannt. Und das gilt eben auch für die Hezbollah, die ist nicht einfach zu besiegen. Natürlich können die Israelis, wenn sie wollen, den Libanon in Schutt und Asche legen. Das werden sie im Zweifel auch tun. Aber was ist damit gewonnen? Bekommen sie damit mehr Sicherheit? Wenn die ganze Region brennt, dann mag man jubeln in Israel, vorübergehend. Aber man kriegt keine Ruhe rein. Und der Widerstand wird weitergehen, er wird in die nächste Generation getragen. Übrigens, am Rande notiert, die Israelis liquidieren Hassan Nasrallah, der ein wichtiger politischer Führer war, egal was man von ihm hält. Und am Wochenende las ich im Berliner Tagesspiegel, der also ja nun bekannt ist für seine, ich sag mal, militäraffinen Position in der internationalen Politik. Da wurde also laut darüber nachgedacht, ja, könnten die Israelis eventuell auf die Idee kommen, auch den iranischen Revolutionsführer Khamenei ins Visier zu nehmen. Und dann kommen sogenannte Experten von irgendwelchen... Völliger Irrsinn. Was hier mittlerweile diskutiert wird, ich habe noch so einen alten Artikel von der Welt, also von Springer gesehen,
wo geschrieben wird, also als Israel damals Hamas-Chef Arantisi umgebracht hat, das war Anfang der 2000er Jahre, wo da geschrieben wurde, ja, grundsätzlich stehen wir auf der Seite Israels und grundsätzlich hat Israel ja das Recht, gegen Terroristen vorzugehen, aber erstmal ist das völkerrechtlich problematisch, einfach so den Führer der Gegenseite umzubringen und zudem wird das Israels Image schaden. Also wir sehen das schon kritisch und jetzt wird in deutschen Medien einfach so die Ermordung Khamenei diskutiert. Also nicht irgendeines Hamas-Führers, sondern des Oberhauptes eines wirklich mächtigen Staates in der Region. Also es ist völliger Irrsinn. Es zeigt auch irgendwie eine Radikalisierung der westlichen Medien. Also dass man da mittlerweile gar keine Tabus mehr kennt. Welchen Thinktanks, von denen noch nie irgendjemand gehört hat, auch diese Experten kennt niemand, wahrscheinlich irgendwelche Leute, die erst noch ihre Sporen sich verdienen müssen, bevor sie dann in die höheren Etagen transatlantischer Netzwerke einsteigen dürfen. Die sagen dann, naja, also Israel, natürlich werden die in der Lage, Khamenei zu töten, aber im Augenblick werden sie das nicht machen, weil dann, und jetzt kommt's, weil dann würde das eine Kriegserklärung sein an den Iran, so diese Experten. Und wenn du das dann liest, dann denkst du dir, wow. Wow, also um diesen Schluss zu ziehen, musste also mindestens habilitiert sein und mindestens einem dubiosen Think Tank angehören und auf diese Idee zu kommen, dass die Iraner, wenn Khamenei ermordet wird, das als Kriegserklärung auffassen. Ja? Das werden die Israelis vorerst nicht tun. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der eine deutsche Zeitung darüber sinniert, da kannst du doch mal Khamenei umlegen, wo ist denn das Problem? Ist doch ein Terrorsparte, Terrorpate. Ja? Wir mögen das so sehen, aber diese unsere Sichtweise führt so ab weg von der Realität, dass wir Gefahr laufen, den Nahen Osten genauso falsch zu beurteilen wie den Krieg in der Ukraine, der bekanntlich, wenn man nur genügend Waffen liefert in die Ukraine, dann ist am Ende, wird der Russe verlieren lernen. Aber die Realität ist eine ganz andere. Und das mag sich Russland steht kurz vor dem Zusammenbruch seit mittlerweile 2,5 Jahren. im Nahen Osten wiederholen. Nebenbei bemerkt, was ist eigentlich oder was wäre, wenn die russische Regierung auf die Idee käme oder sagen würde, Menschenskind, also von Israel lernen heißt siegen lernen, was die machen mit Nasrallah oder was die sich überlegen, was man möglicherweise mit dem iranischen Revolutionsführer machen könnte, machen wir das doch auch mit Zelensky. Machen wir doch einfach mal so einen Straßenzug in Kiew platt. Ja? Mit Bomben, die dazu führen, dass ein ganzer Straßenzug mit 10 Meter Kratern Es versehen wird in ist. Russland tatsächlich diskutiert, aber zum einen würde man damit dem Westen ein propagandistisches Geschenk machen und zum anderen würde man dadurch einen Märtyrer erzeugen. Es ist also nicht sonderlich klug. Zumal sich Selenskyj nicht als sonderlich kompetenter Heerführer erwiesen hat, sondern für ziemlich viele opferreiche Operationen verantwortlich war, sei es jetzt in Kursk oder sei es in Khrinky. Also was man in Russland überlegt, wenn wir Selenskyj umbringen, dann kommt da wer anders hin, der eventuell militärisch mehr drauf hatte und der eventuell ein härterer Verhandlungspartner wäre. Ja, da kannst du nicht Also mal das bei wird dir. in Russland tatsächlich diskutiert. Das ist da kein Geheimnis mehr. Also es wird ja in westlichen Medien auch diskutiert, ob man da nicht, also sind jetzt wirklich nur einige weit, weit rechts stehende Medien in den USA, ob man denn nicht Putin umlegen könnte. Aber so vollkommen enthemmt ist die Diskussion mittlerweile. Also das schaukelt sich auf allen Seiten gegenseitig hoch. Die Toten beerdigen, die sind nämlich pulverisiert. Also würden die Russen das machen mit Zelensky? Nur mal als Beispiel, als Gedankenexperiment. Glauben Sie ernsthaft, dass sich die hiesige, die deutsche Außenministerin, ebenfalls so höflich zurückhaltend äußern würde, wie sie das im Falle des Libanon tut? Da sagte sie nämlich, ja, den Terror, sinngemäß zitiere ich jetzt, ja, den Terror zu bekämpfen, das ist das eine. Aber den Libanon dermaßen zu destabilisieren, das sei auf Dauer nicht gut für die israelische Sicherheit. Also es geht nur um die israelische Sicherheit. Ist doch völlig egal, dass da so viele Palästinenser sterben, dass so viele Libanesen sterben. Und übrigens, die Libanesen, die bislang gestorben sind, sind überwiegend Zivilisten und überwiegend Frauen und Kinder. Es ist dasselbe Muster wie im Gazastreifen, wie im Westjordanland. Es geht nicht gegen Terroristen, es geht gegen die Bevölkerung als Ganze. Und die Verbrechen, die Israel hier begeht in seiner Hybris, sind so gewaltig, dass die israelische Führung, aber auch ein großer Teil der israelischen Öffentlichkeit, wie auch der jüdischen Diaspora, völlig falsch einschätzt, in diesem ihrem Jubel, in dieser ihrer Begeisterung, wir erreichen jetzt unsere Ziele. Die Palästinenser können uns nichts, die Libanesen können uns nichts, wir können machen in der Region, was wir wollen.
Und wie erwähnt, würden die Israelis eine Atombombe über Teheran abwerfen, auch das würde in westlichen Medien, in der westlichen Politik im Zweifel, ich will nicht polemisieren, aber ich bin davon überzeugt, dass man das im Zweifel publizistisch und medial und politisch einordnen würde als völlig legitime Vorwärtsverteidigung. Sicherlich sterben dabei auch Zivilisten, aber das Fanatische an den Mullahs kann man ja schon daran erkennen, dass sie sich einfach in ihrer eigenen Zivilbevölkerung verstecken. Also letztendlich sind sie selber schuld, wenn das Äußerste geschieht. Und genau diese Logik ist es doch, die so gefährlich ist. Was Israel leistet gegenwärtig, das ist, dass hier der Hass geboren wird. Auf Israel, auf Juden, auf den Westen. Für mindestens die nächsten 100 Jahre. Für mindestens die nächsten 3 Generationen. Dieses Land Israel, ein Groß-Israel, militärisch flankiert von den USA, das glaubt, nach Belieben Gewalt anwenden zu können in der gesamten Region und die Region zertrümmern zu können. Ein solches Israel, da möchte man auch perspektivisch nicht wirklich leben. Das wird dann ein Sparta werden, ein Paria-Staat darüber hinaus, der von den USA natürlich nach wie vor geschätzt werden wird, von Deutschland, vielleicht noch von Großbritannien. Aber dann kann man die Freunde Israels wahrscheinlich auch schon an eine Hand abzählen. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Israel hat einen Nero an der Spitze und er hat carte blanche, dieser Nero. Er kann machen, was er will. Und nichts wird ihn halten, denn er weiß, er hat jetzt die Bevölkerung hinter sich. Und je länger der Krieg andauert, je endloser dieser Krieg wird, umso länger kann der an der Macht bleiben. Das ist die Perspektive. Und man macht sich nicht vorstellen, was das alles noch insgesamt für die Region bedeutet. Israel demütigt seine Gegner. Es ist eine Demütigung der Schiiten im Libanon, der Schiiten insgesamt auf der gesamten Welt. Denn die leiden, auch wenn das vielleicht ein bisschen absurd klingt, aber die leiden an diesem Tod Nasrallahs. Nasrallah war für sie ein Volksheld. Aus unserer Sicht mag er ein Terrorist sein. Aber es ist nicht entscheidend, was wir denken oder glauben, sondern es ist entscheidend, was die Menschen dort glauben. Und die werden niemals Israel und leider, sorry to say, den Juden dieses vergeben. Sie werden Rache suchen und die wird kommen, diese Rache. Ja? Nicht in dem Sinne, dass irgendeine ausländische Macht Israel angreift. Dafür haben die arabischen Länder nicht die Möglichkeiten, der Iran auch nicht. Sie würden dann verlieren, einen solchen Krieg, weil die USA sich hinter Israel stellen würden. Aber es wird Terroranschläge weltweit geben. Und es wird Terroranschläge geben auch in Deutschland, dem wichtigsten Unterstützer Israels in Europa. Das alles wird auf uns noch zurückschlagen. Was wir erleben im Nahen Osten, das ist ein endloser Krieg, ein Krieg ohne Ende, um den Buchtitel nochmal aufzugreifen. Und wir müssen unsere Haltung zu Israel verändern, nicht allein in Deutschland, wenn wir diesen Weg in den Abgrund aufhalten wollen. Sonst stehen wir eines Tages auf und wir haben einen Nahosten in Flammen und diese Flammen wird niemand mehr löschen können. Die Europäische Union versagt total mit Blick auf diesen Konflikt. Die deutsche Regierung sowieso, das kannst du eh nicht mehr ernst nehmen, was die außenpolitisch leisten. Aber nichtsdestotrotz, die Region brennt, die Menschen sterben und es ist eine brandgefährliche Situation. Es gibt Alternativen zu diesem Weg in den Abgrund und auch zu diesen Alternativen äußere ich mich in meinem Buch, wo ich versuche, unter Zuhilfenahme US-amerikanischer, jüdischer Experten, die sich Gedanken gemacht haben über Erinnerungskultur, einen anderen Weg zu finden, der nicht auf Konflikt setzt, sondern auf Deeskalation und der das Leiden auch anderer Völker mit einbezieht in eigene historische Betrachtungen. Und es bedarf eines Neuanfanges. Wir machen uns mitschuldig an den Verbrechen, die dort geschehen. Das Argument zu sagen, Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung, das ist dermaßen absurd mittlerweile geworden. Natürlich, jedes Land der Welt hat ein Recht auf Selbstverteidigung, siehe auch die Ukraine. Aber was Israel leistet, hat ja mit Selbstverteidigung. Ja, Palästina hat auch ein Recht auf Selbstverteidigung, der Libanon hat ein Recht auf Selbstverteidigung und der Iran eben auch. Das ist dann die Seite der Medaille, die hier immer weggelassen wird. Also wenn Israel libanesische Ziele beschießt, dann hat die Hezbollah das Recht, sich zu wehren. Wenn Israel in Gaza einmarschiert, dann haben die Palästinenser dort, also die Fatah übt da ja de facto keine Kontrolle mehr aus, die palästinensische Autonomiebehörde, die international anerkannt ist, aber dann haben die Gruppen, die dort aktiv sind, das Recht, sich zu wehren. Nichts mehr zu tun. Sondern es geht darum,
den eigenen siedlerkolonialen Anspruch auf das gesamte Palästina militärisch durchzusetzen, auf Kosten der Palästinenser, indem man sie ein drittes Mal vertreiben wird in großem Umfang und indem man sie im großen Umfang sterben lässt. Das kann man nicht akzeptieren. Das ist ein Menschheitsverbrechen, das hier stattfindet. Und Netanyahu wird in die Geschichte eingehen als ein großer Verderber Israels, als jemand, der dem Judentum größtmöglichen Schaden zugefügt hat und als jemand, der auf gefährliche Art und Weise Unfrieden in die Region getragen hat. Wir sind alle gefordert, unsere Stimme zu erheben, nicht einfach zur Kenntnis zu nehmen, was diese Regierung hier leistet. Immer auch in dem Bewusstsein natürlich, dass der 7. Oktober 2023 die israelische Gesellschaft traumatisiert hat, in Erinnerung auch der Opfer auf jüdisch-israelischer Seite an diesem 7. Oktober, die es gegeben hat. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es Opfer gibt auf beiden Seiten, wenngleich die Opfer auf nicht-jüdisch, nicht-israelischer Seite um den Faktor X höher sind. Aber jeder Tote ist einer zu viel. Und es gibt weder den Tod der einen noch den Tod der anderen zu rechtfertigen oder darüber zu jubeln. Es geht darum, eine gedeihliche Zukunft für den Nahen Osten zu finden. Und es geht darum, entfesselt agierende Machthaber, die sich aufführen, als wären sie Chef einer absolut entfesselten Regierung, in die Schranken zu verweisen. Wenn wir das nicht tun, werden wir eines Tages aufwachen und werden uns fragen, wie konnte das geschehen? Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? So wie wir auch in anderem geschichtlichen Kontext uns die Fragen stellen, wie konnte das geschehen? Und ich möchte noch einmal dafür plädieren zum Abschluss, das nehmen Sie mir hoffentlich nicht übel, ich empfehle Ihnen dringend die Lektüre. Ja, das war ein eindrücklicher Appell zum Ende. Ich empfehle euch auch die Lektüre, ist ein gutes Buch gewesen. Rollt nochmal diesen gesamten Konflikt auf und räumt auch mit Mythen über die Hezbollah, über den Iran, über die Hamas auf. Also gerade über die Hamas. Also die Hamas war immer wieder bereit, mit Israel Frieden zu schließen, nur Israel wollte das nicht. Man brauchte die Hamas als Vorzeigeterroristen, um im Westen halt sagen können, wir wollen ja Frieden, aber leider kann man mit den Palästinensern nicht verhandeln. Deswegen hat Israel sich auch immer Verhandlungen mit der Hamas verweigert und tut das auch aktuell. Also die Hamas hat ja schon mehrfach einen Waffenstillstand angeboten gegen die Freilassung der Geisel, sowohl auf israelischer als auch palästinensischer Seite, aber Israel wollte das nicht. Israel wollte diesen Krieg, diesen Völkermord hier weiterführen. Ja, in diesem Sinne keine guten Aussichten. Wie gesagt, das Video hier ist vor den neuesten iranischen Angriffen auf Israel erschienen. Also es scheint sich gerade gegenseitig hochzuschaukeln. Also Israel hat jetzt auch schon Vergeltung angekündigt. Also es wird weitergehen mit der Eskalation. Sind, wie gesagt, keine guten Aussichten. Wir können nur hoffen, dass das zu einem Ende kommt. Aber wie gesagt, das Buch, das kann ich euch empfehlen. Also das Buch, das ist gut, das klärt über die Hintergründe dieses Konfliktes auf. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.